Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Biberfelde Version 1.2. Sie ist offiziell draußen und wir haben auch direkt ein THVU. Schwere Verkehrsunfall, Lage unbekannt. Wir gucken da direkt mal rein. Vier beteiligte Fahrzeuge, es rücken aus Wache 1 und Wache 3. Dann kommt noch eine Streife dazu, also Wache 1. Einmal der Rüstzugalarm von hier aus. Habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube ja. Somit dann auch Wache 3 habe ich hier. Dann hätte ich gern hier die beiden oder einen Streifenwagen, den hier. Und dann nehmen wir noch. Ach, scheiße, jetzt habe ich den hier erwischt. So, drei Streifenwagen sollten reichen. Brauchen wir noch ein bisschen Rettungsdienst. Kommt da einer mit? Dann fahren die beiden noch raus. Kommt von hier. Ja, das sollte erstmal für den Erstangriff reichen. Ich bin gespannt. Also, das sieht sehr heikel aus hier. Als erstes muss die Polizei hier ein bisschen Platz schaffen, damit wir hier vernünftig arbeiten können. Ja. So, ich habe es eben gerade schon gesagt, ne? Version 1.2 ist offiziell draußen. Den Link haue ich euch auch in die Beschreibung rein. Ich hoffe, ja, sie bleibt auch draußen. So. ELW nach hier. Positionieren. Das 1er direkt nach hier. Das 2er erstmal in Bereitstellung. Kommt die Polizei schon. Rettungsdienst vor Ort. Du parkst hier. Ja, du kannst. Ja. Das Geile ist natürlich, dass beim Rüstzugalarm hier gleich der Notarzt mit rausfliegt. Somit habe ich zwei Notärzte vor Ort. Jetzt brauche ich jetzt noch Polizei hier. Absitzen. So, du gehst nach da, regelst da, du regelst da. Absitzen, du stellst dich direkt nach da, du verscheuchst die da. Du gehst mal nach da. So. Einmal bitte Verkehr umleiten. Hallo, ich will den LKW da weg haben. Dankeschön. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Wache 3 ist auch unterwegs. Somit fängt Wache 1 jetzt erstmal direkt an mit Absitzen. Einmal bitte eine Schere, danke schön. Ja? Und du lenkst die hier mal ab. Alles klar. Fahrzeug 24. Gut, du fährst mal ein Stück beiseite. Bin unterwegs. Fahrzeug 18. Fahr mal ein Stück zurück, lass den mal durch schon da. Unterwegs. Fahrzeug 24. Na, so, jetzt muss ich erstmal die Fahrzeugordnung hier aufstellen. Ja? Du schneidest okay. Schon mal direkt. Nee, warte mal, du schneidest den raus. Du Fahrzeug fährst mal ein bisschen dichter, ihr müsst auch mitarbeiten. So, noch ein Stück dichter und absitzen. Holst du dir die Schere? Und dann hätte ich gern, dass du ein bisschen dichter gehst. Fahrzeug 18. Den direkt ablenkst. So. Und hier hätte ich gern den Gruppenführer einmal raus. Der soll sich nämlich nach hier begeben. So. Gut, du lenkst den Verkehr direkt ab. Wo kommt die denn her? Der da. So, absitzen. Oh, nur vier Mann. Kein Gruppenführer. Ach nee, hä? Nur vier Mann, kein Gruppenführer. Du bist ein Held. So, ablenken. Gut. Du schneidest bitte den da raus. Und dann brauche ich direkt Rettungsdienst. So, absitzen. Absitzen. So, du holst den Rettungsrucksack. Ich gern den hier noch. Der steht da vor dem Beruf, aber passt schon. Rettungsrucksack, dann steigt ihr aus. Du holst den Rettungsrucksack. Das sind ja vier Verletzte, wenn ich richtig liege. So, dann brauche ich nämlich noch zwei RTWs. Lenk mal ab. Lenk mich doch nicht immer so ab. So, du postierst dich mal hier so. Ich hoffe, du kommst da hin. Wenn nicht, wäre doof. So, der Notarzt hier von hier. Ja, schon unterwegs. Nach da, nach da. Du kannst hier direkt den da. Du fängst an, den auszuschalten. Ihr holt euch direkt zwei Packungen Bindemittel. Ihr könnt euch auch nochmal zwei Packungen Bindemittel holen. Weil ich halt noch nicht weiß, wie viel ich da abschalten muss. Und ihr könnt euch zwei Besen nehmen. Oh, wie geht das nicht? Jetzt geht's. Achso, du kannst abhauen. So, du den. Und du. Den. So, du einmal bitte hier abstreuen. Ja. Du brauchst noch mich. Okay.
Okay, der kann den schon mal, da ist nichts mehr, ne? Sind bloß die zwei Flecken. Naja, sicher zu viel. Oh, wo fährt der jetzt eigentlich lang? Ach, hier oben. Wo ist er denn? Da fährt er. Ja, lass dir Zeit. Gut, alle draußen? Ne, noch nicht ganz. Du bist schon mal da in Bereitstellung. So, bin es abgestreut. Ich brauche noch zwei weitere RTWs. Wie sieht der aus? Der sieht nicht ganz so gut aus. Der sieht besser aus hier. Dann tauscht ihr mal bitte. Damit der hier direkt vom Notarzt versorgt werden kann. Gut. Dann könnt ihr erstmal noch unsere Euro rundumleuchten anmachen. Oh. Kriege ich den wieder? Schade. Ah. Hätte ich das gewusst, hätte ich den zuerst rausgeschnitten, aber er hätte wahrscheinlich auch nicht mehr viel gebracht. Mist. Ach, schade. Ja, auf dem Weg. Patient ist verstorben, okay. Gut, der sieht gut aus. Wie sieht der aus? Der sieht nicht ganz so gut aus. Gut. Ist in Arbeit. Dann könnt ihr den mitnehmen. Ich hoffe, der braucht keinen Notarzt. Ansonsten, gut. Dann hole ich mal direkt noch einen Rettungswagen von hier. Da hole ich nämlich... Oh, guck mal, da Fahrzeug steht die noch 9. draußen. So, hole ich direkt Fahrzeug mal den Rettungswagen 20. hier. Gut. So. Obwohl, eigentlich sind die, ja, an sich egal. Gut, das sieht auch schon mal gut aus. So, Version 1.2 habe ich gesagt, ne? Zur Feier des heutigen Tages. Ich hoffe, ich kriege die heute noch raus. Wenn nicht, auf jeden Fall, die kommt jetzt in, ich nehme sie gerade um 20.23 Uhr haben wir es gerade. Also nehme ich die, bin ich gerade am Aufnehmen. Und dann sehen wir mal, ja, wann sie rauskommt. Ich denke mal so, lass mich grob schätzen, lass mich bis um 9 aufnehmen. Ja, wenn wir Glück haben, ist sie um 10:30 draußen. Wenn es gut läuft. So, ihr fahrt mal. Oh, Notarztbegleitung. Ich brauche einen weiteren Notarzt. Das bedeutet, ich hole mal den aus der 5. Das müsste... Achso, falsch. Da wollte ich hin. Den hier will ich haben. Fahrzeug 29. So, absetzen. So, was kann ich denn jetzt noch machen? Die Fahrzeuge transportiere ich später ab. Ihr könnt eigentlich schon mal wieder einrücken, ihr steht hier eh bloß im Weg. Fahrzeug 1 rückt bitte auch wieder ein. Fahrzeug 2 von der Wache ist ja da und die Freiwillige ist auch noch da. Ne, somit habe ich die Wache wenigstens wieder ein bisschen besetzt, falls was Neues kommen sollte. Gut. Dann heißt es jetzt, ihr könnt schon mal beide fegen. Das bisschen hier. Ja, ich müsste eigentlich auch hier mal diese Person, weil die scheint beteiligt zu sein oder so. Bist du verletzt? Ja. Bist du eine verletzte Person? Nee. Was ist das hier? Achso, ich wollte gerade fragen, was ist denn das für ein roter Punkt da? Aber das ist ja das Auto, was wir gerade nach Hause geschickt haben. Gut, der kann auch nach Hause. Dann holt euch mal eine Trage. Und du holst ja auch eine Trage. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle Notarztbegleitung brauchen. Ich weiß nicht wieso, aber ich gehe davon jetzt einfach mal aus. So. Du in den rein. Gehst da in die Breitstellung. Fahrzeug 29. Du kannst mal da einsteigen und du sagst mal deinem Auto, dass das ein bisschen vorfahren soll, bitte. Höre, bin unterwegs. Dankeschön. Hätte ich hier nochmal gern einen Polizist. November, bin unterwegs. Was gibt's? Eins. So, absitzen. Ihr leitet hier den Verkehr. Eigentlich war das ja so geplant, ein Streifenwagen für jede Richtung. Hat scheinbar nicht ganz so gut geklappt, weil zwei jetzt da stehen, aber macht ja nichts. Halb so wild. Gut, der Notarzt ist da. Gut, Rinder. Das ist ein Intensivbett, der braucht definitiv einen Notarzt. Brauchst du auch einen Notarzt? Weiß ich noch nicht, mal sehen. Versuche es erstmal ohne. Notarztbegleitung. Also brauche ich definitiv einen Notarzt. Notärzte. So, hier, das ist ein sehr schwerwiegender Fall, daher schicken wir den ins Hochschulklinikum. Was? Einsatz. Warum? Nur weil ich zu lange brauche? Och, Mann, so eine Arschgeigen hier. Gut, dann warten wir jetzt noch auf den Bestatter. Und dann passt das auch eigentlich. Leite mal um und dann. Dann kann die Feuerwehr schon mal abrücken. Der ELW kann sich auch schon zurückziehen. Die BF zieht sich komplett aus dem Einsatz zurück.
Die Freiwillige übernimmt. So. Ihr fahrt Seekrankenhaus an. Der andere ist weg. Gut. Okay. Sehr schön. Sauber abgearbeitet, würde ich fast behaupten. Gut, an sich brauchen wir die, die Feuerwehr ja jetzt nicht mehr. Ach so, ich habe hier auch noch eine Liste von wegen, was alles gemacht wurde, was es für Veränderungen gibt. In Version 1.2. Und ja, die lese ich nachher gleich nochmal vor. So, als erstes rückt die FF ab. Da. Ich wollte gerade gucken, wo denn. Ich habe mir so gedacht, hä, ich sehe hier gar nichts. Da. Im Gebäude drin, denke ich mal, ne? Oder? Oder da drin kann man da auch rein? Ich weiß es gar nicht. Na, mal sehen. Werden wir sehen. So, dann kannst du direkt nochmal... Abschleppfahrzeug. Abschleppfahrzeug. Auf dem Weg. Eins, zwei, perfekt. Drei. Und? Haben sie alle in Bewegung gesetzt? Vier. Perfekt. Auf dem Weg. So, der, die verpieselt sich da auch. Dann stellst du dich mal hier hin. Ja. November. Der kann nach Hause fahren. Ist der da? Was okay. Gibt's? Du stellst dich nach da. Du fährst mal dein Auto ein bisschen dichter ran. Ein. Weil solange wie hier noch auf dem Weg. Zwei ja. Autos stehen. Ja, der kann da eigentlich stehen bleiben und du machst hier mal ein bisschen den Verkehr im Leiten. Schon unterwegs. So, du kannst auch ein Stück zurückfahren. Wenn du so nett wärst. Du kannst so ein bisschen stehen. Dann stehst du ein bisschen mit dem Arsch im Verkehr. Bin unterwegs. So, der direkt auf den Arsch zukommt. Sollte gehen. So, du leitest den Verkehr um. Du leitest den Verkehr um und du auch. Sehr schön. So, du kannst abfahren. Dann warten wir jetzt noch auf den Abtransport hier. Und dann werden wir sehen. Was war das eigentlich hier für ein Notfall? Ach, Fraktur nach Sturz. Das sollte ja nicht schwerwiegendes sein. Rettungsdienst mit Notarzt-Alarmierung. So, hier hätte ich gerne... was ist das denn? Meine Maus schabt gerade so. So, einmal nach. Auf dem Gelände oder im, da. Hab ihn gefunden. Gut, zwei sind schon mal da. Die anderen kommen, da kommt noch einer und da kommt auch noch einer. Alles selbe Abschlepp, kein ADAC? Tatsächlich, alles die gleiche Abschlepporganisation. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, sonst ist auch mal ein ADAC-Auto dabei, oder nicht? Oder habe ich mich da verguckt, gibt's ja kein ADAC? Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich lügen, wenn ich was sagen wollen würde. Daher sage ich lieber gar nichts. Gut. Ich merke gerade, ich habe einen total trockenen Mund. Finde ich nicht gut. Aber halb so wild. Gibt Schlimmeres. Stell dich mal so in die Einfahrt, dann störst du den Verkehr nicht. So, wir kommen mal einmal zur Liste der veränderten Sachen, hätte ich mal gesagt. Ja, ist ja die Liste der veränderten Sachen. So, also als erstes wurden ein paar Fehler behoben. Es wurde behoben, dass sie beim Feuerlöscher holen. War ja sonst, wo ist er? Da, musste man die STRG-Taste drücken. Das wurde entfernt, jetzt geht das auch ohne. Ich brauche einen Notarzt. Der ist bestimmt noch nicht wieder da. Bist du der Notarzt? Nee, du bist der Rettungswagen. Notarzt? Oder ist hier schon wieder ein Notarzt drin? Ach, tatsächlich, den kann der ja gleich rausrücken. Ist Tor zu? Jetzt geht Tor zu. Gucken wir mal den Notarzt. So. Ja, genau, löschen, Feuerlöscher hier, wurde behoben. Eins. Gut, dann könnt ihr Status 2, du kannst auch Status 2, eins. Aber eigentlich könnt ihr auch gleich hier mal einer auf Route 1 ja. Und der andere gleich auf Route 2. Das kriegen wir hin. So, Fehler Nummer 2, Fehler beim Holen einer Trage aus dem SEG-MTW entfernt. Weiß ich jetzt nichts. Ich arbeite mit dem SEG-MTW nicht ganz so oft. Kann ich jetzt gar nicht so wirklich zu sagen. Können wir uns ja mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fehler ausgesehen hat. Aber wir gucken uns mal an, wie das Trageholen aus dem SEG-MTW funktioniert. Dazu holen wir jetzt einfach mal drei... Ups. Jetzt ist die Frage, SEG-Transport oder SEG-Behandlung? Ich glaube, die meinen die SEG-Transport, ne? Na, mal sehen. Das müsste ja dann jetzt reibungslos funktionieren. So, was haben wir noch? Experimentelle Unterstützung für nicht-lateinische Zeichen. Ja, also lateinische Zeichen sind ja hier das da. Eher, also hier die Buchstaben und Zahlen. Das ist lateinisch. Das sind lateinische Zeichen.
Und ja. Oh. Höre, ist in Arbeit. Ist bestimmt schon tot. Sag ich doch. Anton. Du solltest weniger quatschen und mehr arbeiten. Arbeiten, der war gut. Der ist nicht zur Verfügung, denn dauert es halt ein bisschen länger, bis ein Notarzt da ist. Ja. Tut mir leid. So, was haben wir noch? Überarbeitung der Löschwasserlogik. Ja, das gucken wir uns bestimmt auch noch an, wenn wir einen Brand haben. Ja, gucken wir uns das mal an. So, du kannst dir schon mal eine Trage holen. Und ja, das gucken wir uns bestimmt auch noch mal an. Es ist ja so, dass beim LF, zum Beispiel bei irgendeinem LF oder so, oder generell Verteiler. Man hat den Verteiler gesetzt. Dann hat man einen Schlauch angeschlossen, dann die Pumpe gestartet. Dann funktioniert das auch. Dann hat man den nächsten Schlauch an, an den Verteiler angeschlossen, aber der hat kein Wasser bekommen. Fahrzeug 30. So. Achso, noch nicht transportfähig. Ja, sorry. Sorry, du Model. Da brauchst du Notarzt oder brauchst du keinen? Das ist jetzt die Frage. Notarztbegleitung, das kriegen wir hin. War das ja so, dass wenn man angekuppelt hat, ein zweites Rohr, nachdem die Pumpe angemacht wurde, dieses Rohr kein Wasser bekommen hat. Das wurde jetzt überarbeitet, das funktioniert auch einwandfrei. Man kann jetzt, wenn die Pumpe schon gestartet ist, anschließen und kann auch normal weiterlöschen. Funktioniert super. So, was haben wir noch? Ja, jetzt haben wir hier Sonstiges und im Zug, unter dem Stichwort Sonstiges haben wir die bei Zugalarm von Wache 2. Hier, Wache 2. Zugalarm ist ja ELW, HLF, Drehleiter und Rettungswagen. In der Version 1.1 oder 1 ist ja immer der Rettungswagen, also der richtige Rettungswagen mitgefahren. Jetzt fährt das LRF mit. An sich bei Löschzugalarm finde ich ja gar nicht so eine schlechte Sache. Aber an sich wäre es auch besser gewesen, wenn der hier noch besetzt worden wäre, weil den hätte man hier einerseits mit dem ausrücken können und mit dem Wassertrupp. Aber der kann jetzt bloß mit Wassertrupp ausrücken, wenn man den Löschzugalarm nicht nimmt, weil sonst das LRF ja nicht besetzt werden kann. Und das finde ich ein bisschen, naja, aber halb so wild, da kann man drüber hinweggucken. Was haben wir noch? Polizei, MTW des Hundeführers mit Vespa-Design ausgestattet. Hier, das ist der hier. Sind das die Streifen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir den vorher nicht genau angeguckt. Aber ich glaube, das könnte die Streifen, könnten die Streifen sein, oder? Ich weiß es gerade nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was wie der vorher aussah. Ich glaube, das könnten die Streifen sein. Ich weiß es nicht. So, was haben wir noch? FF6 Gruppen- und Zugführer nun mit roten Helmen. Bei FF6 war das ja... Ach, guck mal, da ist die SEG Transport. Kann man das auch gleich testen. Ist das ja so, dass die alle rot anhaben, glaube ich. War das rot? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, und die Gruppenführer keine Weste anhatten. Daher wusste man immer nicht, wer ist denn hier jetzt nur der Gruppenführer? Jetzt geht doch... Gibt gleich Alarm, Leute. Ich muss Feierabend machen. Oder auch nicht. So. Wo ist denn mein Melder? Also wir hatten gerade ein bisschen Gewitter. Und mein Wehrführer hat gerade in die Feuerwehrgruppe geschrieben. Gibt gleich Alarm. Warten wir einfach mal kurz und hören auf den Melder, ne? Ich verabschiede mich schon mal von euch. Bis dahin. Denn ich muss jetzt los. Geil. Woher der das bloß schon wieder weiß, ist bestimmt irgendwo ein Baum umgefallen und irgendwer hat ihn wieder angerufen. Ach ja. So, Melder, sag was. Ich warte mal noch. Das wäre ja sonst unfair den anderen gegenüber, ne? Weil eben gerade, kurz bevor ich angefangen habe aufzunehmen, weil mal wir den in der Zeit können wir ja noch ein bisschen weitermachen. Kurz bevor ich angefangen habe aufzunehmen, war hier übel der Sturm. Aber so richtig übel. Ich stand da zu... Oh, Verkehrsunfall. Oh, so ein schöner Verkehrsunfall. Fahrzeug. Oh, Mann. Und ja. So viel Wasser habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sag ich mal so. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, die Sirene im Spiel ist schon meine echte. Aber mein Melder ist noch nicht gegangen. Na, was braucht er denn so lange? Na, komm schon. Eins. So, du leitest schon mal den Weg. Kehr da dran vorbei. Schon unterwegs. Und ich verabschiede mich schon mal, ne? So. Auf dem Weg.
Höre, bin unterwegs. So, du läufst mal ein Stück weg. Nicht, dass du hier noch... Falls das Ding explodieren sollte. Ach du Scheiße, die haben ja gar keine Schere drauf. Stimmt. HLF der Wache. Ich hätte mal nicht auf mein Handy gucken sollen, nur weil es geklingelt hat. Anton, du bist zu neugierig, weil sonst wäre das ein richtig schöner Überraschungseffekt gewesen. Aber es gibt keinen Alarm. Wann hat er das geschrieben? ...20:35 Uhr? Passt das? Nee. Doch, 20:35 Uhr. Das ist jetzt 36, okay. Nee, 37 sogar schon. Gut, du, hierbei mache ich jetzt letztlich mal kein... Ja, toll. Gut, hat sich erledigt. Das passt ja, guck mal. Was gibt's? Na gut. Ja, geht scheinbar nicht. Entweder geht mein Melder nicht oder... Na gut. Ich werde mal zur Wache fahren, Leute. Wird gemacht. Was ist jetzt los? Okay. Gut, Leute, ich verabschiede mich euch. Mich? Ja. Müsste eigentlich jetzt hier im Moment losgehen. Oder erzählt der Kacke? So. Hier ist ein kleiner Info. Fahrzeug mit 32. Ach ja, hier, das hab ich auch noch. Da. Ne? Es ist doch kacke zu wissen, dass ein Alarm kommt, aber keiner kommt. Es ist jetzt schon 2 Minuten her. Stimmt gar nicht, 3. Ach ja, naja. Fahrzeug 32. Achso, Rettungsdienst wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Na gut, ich verabschiede mich mit dieser Folge von euch. Ich nehme vielleicht nachher noch mehr auf. Ich kann die jetzt leider nicht mehr rendern. Gut. Ciao, ciao, Leute. Perfektes Timing. Jetzt schmiert auch noch die Mod ab. Geil. Okay. Fahr ja wieder mal klar. Gut, ich verabschiede mich von... Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich verabschiede mich von euch bis zum nächsten Mal. Bis dahin und Tschüssikowski. Hab euch lieb. Ja. Hi, meine lieben Freunde. Ich bin wieder zurück aus dem Einsatz. Es ist jetzt 0:52 Uhr. Wann bin ich los? Keine Ahnung. Irgendwann um 20:40 Uhr oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir haben gerade 7, ich glaube es waren 8 oder 9 Bäume von der Straße geräumt. Von dem kleinen Gewitter, von dem ich eben gerade erzählt habe. Na gut, ich wollte euch bloß Bescheid sagen. Ich bin wieder zu Hause, mir geht's gut. Und ja, gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen.